4 bis 8 Mädchen, die sich für die allercoolsten und allerschönsten halten. Was geht und herzlich willkommen zum ersten Comedy-Video hier aus Australien. Ich bin ja so witzig, deswegen nenne ich das Comedy. Ich muss sagen, das hier sind jetzt gerade nicht Idealvoraussetzungen, weil wir sind hier in irgendeinem Park. Das Lustige ist, im Hintergrund laufen komische Vögel rum. Ich weiß nicht, ob man da einen sehen kann. Die Sache ist, hier hinten, das ist eine sehr befahrene Straße, Punkt Nummer 1, da vorne direkt fährt die Straßenbahn. Und der dritte Punkt ist, hier steht irgendein Auto mitten im Park, was gerade repariert wird. Und die versuchen die ganze Zeit den Wagen zu starten. Ist alles nicht perfekt, aber ich gebe mir jetzt gerade große Mühe, dass das Ganze irgendwie was wird, also soundtechnisch. Ja, ich würde sagen, das wollte ich sowieso schon sagen, an den Videos selbst ändert sich eigentlich gar nichts. Das heißt, ich mache immer noch den gleichen Quatsch wie auch sonst. Nur, dass jetzt halt im Hintergrund immer irgendwie nicht mehr mein Kinderzimmer ist, sondern irgendwas anderes. Ja. Ja, wie ihr es im Titel schon gelesen habt, heute geht es um verschiedene typische Schülersitzplätze, beziehungsweise Sitzplätze in der Schule. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber das ist irgendwie so Standard, finde ich, dass an verschiedenen Plätzen in der Schule verschiedene Leute sitzen. Das ist immer ganz witzig und deswegen würde ich euch jetzt gerne verschiedene Arten vorstellen von Sitzplätzen in der Schule. Und das ist gerade ziemlich lustig, weil hier vorne laufen direkt Leute lang und die bleiben dann immer stehen, verstehen wahrscheinlich kein Wort, was ich hier sage, aber ist eigentlich ganz witzig. Und der liebe Herr Konrad, komm mal her, der liebe Konrad, aka Psycho-Frier, der sitzt immer noch richtig schlecht, wenn ich das so sage. Der sitzt da vorne auf der Bank und chillt da gerade sein Leben. Ich wollte nur gerade mal sagen, schaut auch mal auf seinem Kanal vorbei, da kommt demnächst wahrscheinlich sogar auch Comedy. Er hat keinen Bock dazu, aber ich zwinge ihn ein bisschen dazu. Also schaut mal bei ihm vorbei, der Link ist unten in der, wie heißt es? Ich bin so lange jetzt hier schon. Description. Description, ja. Schau doch einfach mal nach. So Leute, wir fangen ja von vorne an und deswegen auch von vorne, was die Sitzplätze angeht. Ich glaube, das ist ja recht bekannt. Der allererste Sitzplatz, der wird grundsätzlich von diesen richtigen Schleimern belegt. Ich weiß nicht, ob ihr die kennt. Das sind einfach diese Schüler, die dem Lehrer einfach richtig hart in den Arsch kriechen wollen. Kriechen. Habe ich das jetzt gerade formuliert? Es sind einfach die Schüler, die es in Kauf nehmen, dass sie vom Lehrer, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, so vom Lehrer so richtig angespuckt werden. Das sind auch die, die mal anbieten, dass sie irgendwie helfen, die Blätter auszuteilen oder dass sie die Tafel wischen, all sowas. Ich weiß nicht, aber das kennt auf jeden Fall jeder. Das ist die Person, die in der ersten Reihe sitzt. Ganz wichtig, der Schleimer, der ist nicht zu verwechseln mit dem Streber. Der Streber ist einfach nur besinnt darauf, dass er gute Noten schreibt, dass er Erfolg in der Schule hat. Im Endeffekt ist es dem Streber eigentlich scheißegal, wo er sitzt. Hauptsache, er bekommt viel mit. Da die meisten Streber aber Brillen tragen, ist es so wie Konrad zum Beispiel trägt auch eine Brille. Die meisten Streber sowieso Brillen tragen, ist es eigentlich egal, wo sie sitzen, die können eigentlich genug sehen. Und das Lustige ist immer bei Klassenarbeiten, da will plötzlich jeder neben dem Streber sitzen. Aber dazu kommen wir später. Man kann hier immer die Leute beleidigen, ja, und die verstehen sowieso kein Deutsch, ja. Vorne zum Beispiel läuft so eine richtig hässliche, ja, genau die da. Aber die versteht mich eh nicht, von daher, es sei denn, irgendwann ist hier mal eine Deutsche bei, dann ist es natürlich richtig peinlich. So, wir kommen zum nächsten Typ, das sind die Cool Kids oder auch Asis. Die Asis sitzen eigentlich grundsätzlich ganz hinten. Das ist meist so eine Gruppe von 3, 4 Leuten, können aber auch nur 2 sein, manchmal ist auch nur ein Asi. Und die sitzen immer hinten, weil sie dann alle Schüler, die vorne sitzen, mit irgendwelchen Papierschnipsen bewerfen können. Zugegebenermaßen, das macht auch eine Menge Spaß. Und ein anderer Grund, warum die immer hinten sitzen, ist, weil der Lehrer da am wenigsten mitbekommt, wenn die quatschen. Ganz lustig ist aber, ich glaube, die Asis, das ist auf jeden Fall die Gruppe, die am allermeisten immer auseinandergesetzt werden. Kommt euch aber sicher auch sehr bekannt vor. So, die nächste Sorte, das ist der Abschreiber. Übrigens sitzt er auf dem Mikro, so ein ganz komisches Tier. Ich guck mal, ob ich das gerade finde. Kann. Der Abschreiber, der hat eigentlich überhaupt keinen festen Sitzplatz, sondern der wandert immer von jeder Klassenarbeit zu einem anderen Sitzplatz. Und zwar immer zu dem, der im entsprechenden Fach am besten ist. Das heißt, wenn man irgendwie in Erdkunde eine Klassenarbeit oder einen Test schreibt, dann sitzt plötzlich der Abschreiber neben dem, der am besten in Erdkunde ist. Und das gleiche gilt für alle anderen Fächer. Ich selbst, ich war natürlich nie so einer. Ich war sowieso immer der Klassenbeste und habe die besten Noten geschrieben. Von daher... So, die nächste Gruppe, ich weiß, die Asis, die sind schon schlimm, aber die nächste Gruppe, die finde ich, glaube ich, noch schlimmer. Das sind die, man kann sie meinetwegen Beauty Queens nennen, aber ich würde sie einfach die Zicken nennen. Das sind immer so Gruppen von 4 bis 8 Mädchen, die sich für die allercoolsten und allerschönsten halten. Und ohne Scheiß, erzählt mir nichts, aber die kennt jeder. Und ich weiß nicht, aber diese Gruppe, das ist immer so Standard. Erstens ist es aus dieser Ecke dann immer mit Abstand am lautesten. Dann lästern die immer rum und tratschen und flirten und alles Mögliche. Und das sind auch immer die, die dann mitten im Unterricht so den Kamm rausholen, Lippenstift und alles. Also, ich weiß, kennt ihr doch sicher. Oder? So, die nächste und vorletzte Gruppe, das sind die Nerds. Die Nerds, die haben auch so ganz spezielle Sitzplätze. Im Informatik-, Physik- und Mathematikunterricht meistens ganz vorne. Und in den anderen Fächern ist es dann eher irgendwo verteilt oder an der Seite oder so. Das Wichtigste für sie ist eigentlich, dass sie sich über Games und alles mögliche unterhalten können, was sie halt so interessiert. Aber im Endeffekt sind es eigentlich keine Störenfriede. Sie sind eigentlich ganz sympathisch, sind einfach da. Und aber man kennt diese Gruppen auch und diese Sitzplätze. Ja, und dann ganz zum Schluss, dann gibt es noch die ganz normalen. Das seid ihr, das bin ich, so die ganz normalen bisschen. Und das Ding ist, ich selbst, ich habe immer gerne neben meinem besten Freund im Unterricht
Unterricht gesessen, weil das einfach am meisten Bock macht. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Und ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber ich für meinen Teil, ich hatte immer Pech. Ich habe wirklich nie groß gesessen. Das war meistens echt mein Sitznachbar, der irgendwie gelabert hat oder so, mich einfach anspricht und dann wurde ich umgesetzt. Obwohl ich da gar nichts für kann. Ja, klar, manchmal hat man so ein bisschen Scheiße gemacht und so, ja, es passiert mal. Aber im Endeffekt ist man selbst immer der Pechvogel, der dann irgendwie ganz hinten zu den Asis gesetzt wird oder zu den Beauty Queens oder sonst irgendwo hin. Aber ich, das kennt ihr bestimmt alle. So Leute, und wir kommen schon zum Ende dieses Videos hier aus dem schönen Central Park. Die Vögel fliegen wild hinten rum, wie man sehen kann. Ich finde das echt cool irgendwie. Und jetzt würde mich zum Schluss interessieren, wie ist es bei euch? Kennt ihr irgendwelche von diesen Sitzplätzen? Und was seid ihr für eine Art von Sitzplatz? Was seid ihr für einen Stuhl? Schreibt das auf jeden Fall mal unten in die Kommentare. Und vergesst natürlich nicht, einen Daumen nach oben zu geben, wenn es euch gefallen hat. Also, es ist echt lustig. Die fliegen einem so dicht über dem Kopf. Wir sehen uns das nächste Mal wieder. Und zwar am Freitag oder Montag, je nachdem, wann dieses Video kommt. Ich weiß es nicht genau. Ah, wahrscheinlich wird es Montag kommen. Heute ist Montag, also wird es das nächste Video am Freitag geben. Euch jetzt noch einen wunderschönen Tag in Deutschland oder wo ihr gerade das Video guckt. Bis dann und ciao, Leute.